Super Strecke, Russland, kenne ich mich nicht aus. Brutale Strecke. Chat, Top 10, ja, nein, Wetter, guckt jetzt beliebt. Ihr müsst nur belieben. Ich bin mittlerweile ein Weltfahrer. Ich will unbedingt ein neues Formel 1 Turnier. Ich sehe mich auch da wirklich. Ich auch. Ich finde es sogar cool, wenn du auch sowas veranstaltest, aber dann kannst du nicht mitfahren. Nee, ich will nicht. Ich will auch nicht. Ich will da nicht. Ich will nicht immer alles. Da sollen sie, die Jungs sollen da machen. Ich will auch mal mitmachen. Ich will da, ich will practicen. Ich fahre das Qualifying wie ein Weltmeister. Ich kann fast sagen, bis jetzt ein sehr, sehr gutes Rennen. Bei mir auch gut, sag ich ehrlich. Nein, Digga. Digga, es ist krass. Es ist so krass. Ah, Eli, wir spielen erste Runde 25%, ne, dass du Bescheid weißt. Jetzt. Ja. 25 Dinger. Nein, das sind die Prozentzahl. Das heißt, du musst einmal in die Box. Also 18 so? Rennen. Nein. Wir machen es so wie die letzte Runde in Brasilien. Brasil. Danach kommen 5 Runden. Aber das kann für dich unglaublich sein. Also ich habe ein richtig gutes Gefühl hier gerade, ne? Ich sag, ich bin in der Top 10. Weißt du, was ich meine? Fahren wir mit den besten Spielern der Welt zusammen, oder was? Ich hatte keinen großen Schnitzer. Aber ein paar Dinger, warum hat Jamal Musiala keine bekommen und Karim Adeyemi? Kann mir das mal einer erklären? Oh. Pass auf, es wird gecrashed zu 100%. Bei mir hat's geleckt. Durchfahrtsstrafe ist kein Problem, Eli. Weißt du warum? Wir spielen ein längeres Rennen. Bei mir hat's schon wieder geleckt. Aber was ist nicht, dass die gleiche Scheiße wie letztes Mal passiert? Nee, ich sag dir. Nach der Runde gehst du rein. Chat, bei mir hat's geleckt, ihr habt's gesehen. Du gehst jetzt dann in die Box. 13 Runden. Jetzt in die Box? Ja. Wird dich ein bisschen zurückschmeißen, aber. Aber hier kommt ein Safety Car nachher. Ja, ja. Nein! Pedro. Egal. Nee, fahr weiter. Ich muss erstmal warm werden. Was ist denn das jetzt hier? Alter. Chat, wir holen noch die Top 10. In die Box, Eli. Ja. Okay, Chat, wir holen noch die Top 10. Trust in yourself, believe in yourself. Guck mal, alle sind in Boxenstopp. 5 Sekunden Zeitstrafe vor mir. Mach da was, Jungs, mach da was. Geht mal dran. Jetzt dann in die Box, Eli. Noch einmal in die Box. Ich gehe sowas von in die Box. Oh, nein, ich kann nicht, ne? Nee, wegen wir. Digga, du hast Pech. Du hast auch so Pech, ehrlich. Ey, kurz davor. Ich muss gerade ausbrettern, Chat. Ich muss bremsen, Eli, bremsen. Ich bremse. Okay, ist doch okay, Chat. Wir bleiben ruhig. Hallo, Lena. Formula Lena ist hier. Wer ist Lena? Ich glaube, die Dame, die blind fährt. Ach, die das Teil gewonnen hat? Ja, du schon. Digga, hier kommt kein Dings da. Hier soll mal einer den Schulterblick vergessen. Hier muss man hinter den Schulterblick vergessen, Chat. Digga, aber die sind alle gut, Willi. Das sind richtige Öler. Keiner von denen hat einen Fehler bis jetzt gemacht. Ich glaube, der erste ist, weiß ich nicht, wie weit vor mir. Von uns beiden, Digga. Digga, da muss man. Jemand ist ausgeschieden. Ja, aber reduzieren. Ich reduziere. Das hol die Safety Car. Jetzt sind wir wieder da, Illegaler. Wir sind im Geschäft. Nee, du musst dir welche holen. Eli, fahr in die Box. Wir fahren beide einfach in die Box. Wir fahren beide einfach in die Box. Nein, okay. Fahr in die Box, Eli. Hol die rote Reifen. Ja, ich hol mir jetzt Reifen. Ich bin jetzt in der Box. Das passt. Und muss ich jetzt hier irgendwas drücken? Oder wissen die Jungs Bescheid? Nee, die wissen Bescheid. Du musst nur gleich wieder Gas geben. Die Jungs wissen Bescheid. Zeig mir, was ihr drauf habt. Ich spanne alles an. Mein Arschloch ist so krass zusammengepresst gerade. Kein Reinfahren. Ja. Jetzt geht's gleich wieder los. Wow. Fast wäre ich jemand reingefahren. Pass auf, hier wird's eng, Eli, nicht überholt. Wow. Digga, was machen die denn? Gib doch mal Gas! Okay, jetzt oder nie, Chat. Mann oder Maus, Top 10, ich hab's euch allen gesagt. Schalke mal Platz! Ich bin schneller als du. Jetzt hol ich mir. Ordentlich, friss meinen Staub. In die zweite Liga mit euch. Becker, mach Platz. Top 10, ich hab's euch schon gesagt. Spasti, Digga. Junge, hört auf mit dem Haha, Digga. Nee. Was passiert? Nee, nicht. Digga, Sido Berlin kann so vieles. Er verarscht mich immer. Er fährt immer so, wenn ich ganz hinten bin, fährt er mit mir. Wenn ich relativ weit vorne bin, fährt er auch mit mir. Der spielt richtig mit mir. Gut genommen. Nicht so gut genommen. Ja, okay, irgendwie, ich komme nicht mehr nach vorne, ich komme nicht mehr nach hinten, Chat. Okay, die sind aber richtige Schwitzer dabei, ne? Ja, brutal. Digga, die ersten 6, 7, die sind sehr verschwitzt. Ich mache hinten so viel gut. Guck mal, der kommt gar nicht mehr hinterher hinter mir.
und die vor mir machen auf mich weg. Ja, ja, ist der geisteskrank. Digga, ich blinze seit geraumer Zeit nicht mehr. Das ist so intens, diese langen Rennhilfe. Guck mal. Digga, fick mich doch in den Arsch, ehrlich. Luca, hol ich noch. Luca hat einen safen Schaden an seinen scheiß Flügeln. Jetzt hol ich ihn mir. Der Mann hat einen Schaden an seinem Flügel und das ist es nämlich. Mein Gott, Alter, Eli schafft's in die Top 8. Bin drin. Sehr enttäuschend. Den packst du auch noch. Den packst du auch noch, komm. Sieh du, Berlin spielt, ne, der spielt die ganze Zeit mit mir. Der lässt sich immer fallen und so eine Scheiße. Der ist richtig cool. Der fährt immer hinten mit mir und vorne mit mir. Der ist immer ein hinter mir oder vor mir, egal wie viel da ich bin. Pack zu. Pack zu. Pack zu. Ah. Nein. Pack zu, Tiger. Nee, bitte. Ah. Nehme ich nochmal mit. Nehme ich nochmal mit, die Kurve. GG's von mir an die ganzen Belieber. Auf der 8. Auf der 8 fahre ich durchs Ziel. Auf der 8. Keine Fehler gemacht außer der Start. Ach, ich bin enttäuscht, aber ein fettes GG. Mercedes in den Punkten ist immer gut. Cool. Sehr intense Rennen, aber lass 5 machen, Digga. Das ist ja so intens. Ja, Hilfe. Ja. Okay, Top 10. So, ich hole jetzt hier eine Top 10, ehrlich. Ich bin im Tunnel. Bin auf der Strecke. Digga, diese Kurve, ne? Diese zweite Kurve kriegt mich jedes Mal. Gehst du dich da oder was machst du da? Ich kack da so rein. Mittelgut bei mir. Bei mir Quatsch. Mittelgut. Quatschig. Die eine Kurve, ich habe zwei meine Kurve komplett gechoked. Ich bin auf der 16 oder so. 17, ich bin auf 17. Chat für die Believer, ich komme in die Top 10. Für die Believer. Ja, guck sie an. Ich habe Donny Lia auch richtig krass auf dem Schirm, ne? Er ist gar mit Absicht stehen geblieben, glaube ich. Hey, kann man keine Unfälle mehr haben? Ich habe Ghosting gemacht, dann ist es besser für dich. Wenn sich einer dreht, weißt du, dass du da nicht so reinfährst. Aber man kann trotzdem jemanden crashen oder was? Oder was? Ja, ja. Warum sauge ich mich nicht ran, Chat? Scheiße. Ey, du Schwanz! Ich hasse Iggy so gerade. Letzte Runde und er wird nie wieder mitspielen. Was hat er gemacht? Er fährt gegen mich. Flügelschaden? Nee. Aber wie fahren die? Oh. Pedro! Ja, Iggy, Pech gehabt. Naja, passiert mal. Pedro! Ich hab keinen Flügel mehr. Ich hab keinen Flügel mehr, Chat! Man kann nicht ohne Flügel spielen. Es ist unmöglich. Es ist physikalisch nicht möglich. Gegen die Gesetze der Natur. Gegen diese Gesetze der Natur kann ich nichts machen, Chat. Digga, man kann nicht mehr denken. Gegen das Schicksal bist du machtlos. Merkt euch das. Der ist immer am längeren Hebel. Ich hab hier gerade so einen Fight. Gegen das Schicksal bist du machtlos. Man kann nicht. Es ist. Gegen das Schicksal bist du machtlos, Chat. Ohne Flüge ist es nicht möglich. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Ja, kürz mal ab, das Ding hier. Digga, es ist das Allerwichtigste. Ich verteidige einfach nur. Digga, das ist so krass, ne? Well done, Luis! Dritter? Zweiter! Digga, das ist der Wahnsinn. Zweiter ist Wahnsinn. Bist du schon im Ziel? Ja. Digga, ich... Oh. Sido Berlin macht ihn wieder.
Mann, 11 Chat, aber ist okay. Digga, weißt du was, ey, was hatte ich für ein verrücktes Manöver, wo ich innen reingehe? Alles regelkonform. 250k auf, dass du DNF... Nein, Chat. Pedro und ich sind keine Freunde mehr. Pedro und ich sind nicht miteinander befreundet, Chat. Das verstehen viele da draußen gar nicht. Willi, ich weiß gar nicht mehr, wie Pedro aussieht. Denn ich bin nur... ein Girl. Oh, oh. Okay, langsam aufwachen. Den Berg Vollspeed hochfahren, Eli. Ich fahr den so Vollspeed. Okay. Alla, aua. Was machst du denn? Leicht gejoked bei mir, sogar sehr gejoked. Schwierige Kurve hab ich da gerade genommen. Ich fahr wie ein Besoffener, ehrlich. Ich fahr wirklich so, als hätte ich die Nacht meines Lebens gehabt. Eine richtig krasse Homeparty. Wo steht's? Ah, unglücklich. Neun! Es ist okay, Chat. Es ist völlig okay. Und ich hab sogar. Welcher Platz bist du? Neun und ich hab zweimal gechoked. Sieh du Berlin, Digga, der Mann klebt mir so an den Eiern. Egal was es ist, er ist bei mir. Du bist 19, danke. Ich hab eine Zahlenschwäche. Ist der dumm. Timeouten. Mhm. Kein Flügelschaden. Flügelschaden. Wegen den Kackspasten vor mir, Digga. Boah, der fährt mal hinter mir. Ja, nein. Der Crash kommt raus. Wer war das? Er wird sofort rausgeschmissen. Nicht meine Schuld. Ich möchte nicht zu Pedro. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Also das ist respektlos. Und der wird sofort rausgeschmissen. Digga, was ein Sch... Das ist so dumm von denen, weil die werden nie wieder eingeladen. Nie wieder. Wer war's? Wer war es? Digga, wenn das jetzt Igli war. Das ist Ferrari. Das ist auf jeden Fall. Wer ist das? Ja, safe mit Absicht. Don Elia. Es war Don Elia, oder Chat? Oder wer war das? Elia Mod von Willi. Hat der dich rausgehauen? Digga, aber was macht der denn? Oh, Chat, bin ich lost? Digga, wirklich. Guck dir das an. Ich würde so gerne sehen. Also, das sieht schon sehr danach aus, muss ich sagen. War nicht Elia, schreiben alle, okay. Dann war es Yudasi. Ah, ja, es war Yudasi. Yudasi raus? Yudasi direkt raus und der ist sogar bei mir im Chat. Ey, Bro, ich konnte da nichts machen. Der andere neben dir hat mich in dich reingedrängt. Wer ist gegen mich gefahren? Ja, Digga, es war irgendein anderer. Ich konnte nichts machen, also ich schwöre. Es ist okay. Ich konnte nichts machen. Der eine hat mich in dich gedrängt und dann habe ich den gedreht und dann ist er in mich und keine Ahnung. Okay. Das war auf jeden Fall der andere, der da war. Yo, rein. Alles ist okay. Bleib ruhig. Ich werde am Dienstag den Tag mit meiner Freundin in Paris verbringen. Da gehe ich mit ihr irgendwo hin, wohin sie halt will. Gehen essen und keine Ahnung was. Und am Mittwoch gucken wir uns dann auch noch ein bisschen die Stadt an und abends gehen wir zum Spiel. Sehr clever. Wie hast du das verkauft? Also meine Frage ist dann, dann hast du gesagt, du Schatz, wir fahren nach Paris. Und dann sagt sie, oh Eli, Ich habe sie dabei aufgenommen. Als sie das erzählt hat, habe ich sie aufgenommen. Okay, das ist smart. Kommt und im Vlog. Dann sagt sie, okay. Ach, schade, Mann. Ich hätte jetzt noch so viel Fragen. Nee, die hat jetzt nicht, ne? Sie war übelst froh und so und war, konnte es erstmal nicht glauben. Ja, schon klar. Aber viel interessanter finde ich, dass du dann sagst, und? Wir gehen ins Stadion. Ja, das war auch. Die hat sich da, darüber hat sie sich aber auch gefreut. Ja klar, ist ja auch ein geiles Erlebnis, aber dann hat sie sich ja auch gedacht, der Mann ist ein Fuchs. Das war echt, also das war wirklich smart. Deswegen bin ich schon wieder so schlau im Leben, weißt du? Weil ich die Sachen kombiniere miteinander. Ja, das, ich schwör's dir, das gebe ich dir sogar, das war clever, der Rest war scheiße. Nein. Doch, das mit dem Katzenfutter und dem und dem war auch sehr schlau. Digga, das darfst du keinen anderen Leuten erzählen. Das war sehr schlau. Das andere. Die denken, was haben die mit für ein Geistiges? Mit dem früher losfahren war auch. Da musst du erstmal drauf kommen. Guck mal aufs Datum bei den Flügen. Ich weiß, Valentinstag ist am Montag, aber das ist dann ist es halt einen Tag später, aber juckt nicht, dafür bist du in Paris. In der Stadt der Liebe, Chat. Auf der 12. Alles gut. Also wir haben letztens auf 3 gesagt, wann wir uns so Kinder vorstellen können. Und wir haben auf 3 gleichzeitig geantwortet, wir haben beide 28 gesagt.
Digga, weißt du, was ich so fasziniere, was ich faszinierend finde? Also? Dass du wirklich so ein Spacko bist, der mit Melina dann so diskutiert so. Wie sagen das beide jetzt auf drei? Ja. Oder seid ihr auf einen Nenner gekommen und dann warst du richtig froh? Das war wirklich gut. Das war genau so, wirklich, genau so war es wirklich. Wie ein kleines Kind freut sich dann darüber, weil das Spiel geklappt hat und ihr beide die gleiche Meinung habt. Wie sieht's aus bei dir? Ich hab noch meinen Flügel, mehr brauche ich nicht. Jafadi ist da hinten. Was? Elias N97 zieht an mir vorbei. Eli, fahr vorsichtig. Ja, ich sehe das. Aber ich will die so gerne überholen, weil ich kann nicht mit... Oh mein Gott, Judasi ist ein Stinkstiefel. Also, ich war... Chat, jetzt, ich hab's gerade live gesehen. Also, der hat hier gerade einen Punkt mit... Digga, Judasi? Chat, habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, von wem's los war, aber da war irgendwas, war da gerade faul. Digga, ich hab Eli vor mir, Digga. Das ist so gefährlich. Guck mal Latti an, Digga. Latti, bist du dumm? Junge, was will er? Schein Mercedes, hä? Was denn? Was denn, mein Mister? Aber guck mal, wieso kannst du mich überholen? Wieso geht das? Weil ich im Windschatten bin. Ja, dann mach's. Ich schau mir die anderen noch. Ein Fehler und ich bin vorbei, großer, hä? Ja, guck's dir an. Verdammt, ist der dumm. Guck mal, aber wenn ich jetzt ein Stinkchen wäre, dann würde ich dich einfach nicht vorbeilassen. Und was willst du dann? Ja, was macht man dann? Jetzt sind wir auf gleicher Höhe, aber ich bin auf der inneren Linie. Also für dich ist es... War vielleicht von mir, ich hätte vielleicht abbremsen müssen. Aber du warst halt ja, ein bisschen DRS drin, oder? Wo sehe ich es denn? Ja, ist automatisch bei dir an. Ist es dumm, wenn es automatisch an ist? Nee, ja, also eigentlich nicht. Was ist denn die Wette, Chat? Schnell, ganz kurz, ich hab gleich eine Sekunde Zeit in den Chat zu schreiben. Kann ich eine Sekunde im Chat schauen, ne? Glaubst du mir das? Ja. Was ist die Wette? Ich will's wissen. Und jetzt! Ich hab nichts gesehen, ist nur eine Banane gewesen. Digga, was will denn alle dir? Digga, Lukinator ist so ein Macher. Digga, Arlen, hä? Wo kommt der denn her, Digga? Auf der 9, alles Digga, ist okay. Was ist denn? Auf der 9, alles ist okay, Chat. Dieser Aliten, ne? Der hat mich auch gut weggemacht. Ja, der hat mich, also Eli weiß, wie der mich eingeschult hat. Mhm. Der ist an mir vorbeigezogen, als wäre ich ein Kätzchen. Und ich habe gedacht, ich bin der Schnellste der Welt. Ich fahre für die Believer. Eli muss noch lernen, in den Windschatten zu gehen. Das ist wirklich so, muss ich wirklich machen. Hallo. Nicht Jungs. Abe. Wir stehen noch. Abe oder Habib. Habe, hab ich hier gesagt. Das geht auch noch. Ja, erzählt mal, mögt ihr euch beide? Also ich bekannt sind jetzt. Ich hätte jetzt Sachen liegen. Die Punkte, okay. Was jetzt. Okay. Na, erzählt aber, mal, wie rechnet aber, ihr euch eure Chancen aus? Ja, so findet ihr euch beide gleich gut oder wer ist der bessere? Der bessere. Oh. Okay. Aber Reason eigentlich auch. Buga ist der beste Spieler der Welt. Buga ist immer noch so gut. Warum? Grant der Mann so rein, der hat doch 3 Millionen gewonnen, der soll sich irgendwie auf Buga auf hier Bora Bora zurücksetzen. Was will der Mann? Warum schwitzt er denn noch so rein, hä? Das ist so, als wenn du 7-0 führst und dann noch aufs 9. gehst. Chill doch mal dein Leben. Ja, aber warum spielen Fußballspieler auch Fußball? Ja, okay. Gut, und deswegen, Lenzmann, deswegen bist du auch so erfolgreich. Das ist der Grund. Und, Lenzmann, deswegen bist du hier im Discord. Ja. Das ist eine sehr nice Frage und das finde ich schön, dass du so diese Art zu denken hast. Immer hungrig bleiben. 2 Tage vor FNCS, ne? Nicht mehr selber anfassen. Ja, damit. Da gierig rein. Ja. Jetzt schon auf 3 Tage? Oh, ja, das ist genau gut. So. Das und jetzt wird nicht mehr, weil ich merke auch, guck mal, wenn ich zur Schule gehe mit wenig Schlaf, ne? Ja. Wenn man. Edi, ob der 10? Ja, wenn man sich da nicht selbst anfasst, ja. Dann ist man null müde. Ja, das ist komplett OP. Das ist komplett OP. Auch auf Regen, Willi. Da gibt es eine Stelle, da sagt derjenige zum anderen, dass man halt sich selbst anfassen muss, was auch extrem wichtig ist. Aber wenn du ein Macher bist, dann denkst du währenddessen an Kohle in dem Film. In dem Film geht es um Kohle. Und du musst an Kills, an Fortnite-Kills, an Editieren, an Fullcrack, an 90s denken, während du dich anfasst. Boxt. Boxen, kann man doch aus Fortnite senken? Wenn du Box hörst, dann muss er stehen wie eine 1. Dann steht da wieder eins. Ja. Und wenn du dann am Ende, du hast den Sieg geholt, dann muss was ein bisschen feuchtes dann musst du halt, ne? Dann musst du es halt, ne? Verstehe ich. Vor allem, wenn man mit Varial spielt. Das ja, Digga. Jeff Hardy dreht sich, ich seh's. Ja, was ist denn hier los, Jungs? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier für ein Tanzverein?
Nein, 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 nein. Boah, ist das hier Rubik, ist das Rubik. Gib mir deinen Windschatten. Wer war das, Chat? Udrazy? Oh nein. Du kleiner Wichser! Hab keine Flüge mehr. Ich glaube, Pedro kommt gleich. Pedro, Pedro. Die Frage ist, muss ich bei Regen in die Box? Chat, Box ja, nein, vielleicht? Ja, was ist deine Farbe? Digga, wer fährt denn von hinten? Ich wurde von hinten abgeschossen. Ich fahre, ich habe keine Flüge, ich kann nichts mehr machen, ich kann nicht mehr drehen. Guckt jetzt hinter mir. Welcher Sch... Sido Berlin, du spielst mit dem VIP-Status. War das Sido? 9, 8, es war Sido. Sido Berlin! Ich war das, ich bin zu spät auf. Sido, du spielst. Also immer, wenn ich mein Rennen beendet habe, bin ich in die Top 10 gekommen. Das möchte ich dazu sagen. Sido, rap mal was, das ist der echte Sido, Chat. Everything. Every day.